Bamberg TV 1, die Reportage. Heute ist der Tag des Notrufs 112 und ich war ja heute schon in der Leitstelle und nun bin ich umgezogen und zwar bin ich jetzt halt unterwegs mit dem Rettungswagen. Neben mir ist der Benni, ich bin heute bei dir mit dabei. Wie viele Leute sind wir denn auf dem Auto? Ja, jetzt sind wir ein wenig viel, weil wir eigentlich auch noch einen Auszubildenden dabei haben. Das heißt, du bist jetzt dann der vierte Mann. Da müssen wir dann schauen, wie wir das unterbringen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. So, der RTW rückt hier aus, wenn wirklich was Schlimmes passiert ist, auch der Notarzt vielleicht noch mit dazu muss. Jetzt warten wir erstmal auf den ersten Einsatz, richtig? Ja, jetzt seid ihr da, jetzt ist es erstmal ruhig. Das ist halt der Vorführeffekt. Ja. Jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Also, wir warten mal, bis da noch ein bisschen Pause und sobald es losgeht, sind Sie natürlich mit dabei. Ja. Ja, wir sitzen immer noch da und warten auf den ersten Einsatz. Neben mir ist es der Harald. Du bist ja der Notarztwagenfahrer. Das heißt, du bist die Person, die den Notarzt mitnimmt und zum Einsatz bringt. Gefährlicher Job? Nein. Nein? Nein. Fährst du geschwindigkeitsmäßig, was ist so ein bisschen schneller als normal, ja, ne? Immer nur so schnell, wie ich es überschauen kann. Wie du es überschauen kannst? Ja. Was sind so brenzlige Situationen für dich? Stadtgebiet oder eher so Landstraße? Stadtgebiet. Die Autofahrer sind nicht immer so einzuschätzen, als dass es dann für uns gut vorwärts geht. Wie viele Stunden arbeitest du denn in der Schicht? Heute sind es 12. 12 Stunden? Das heißt, wenn eine Alarmierung kommt, dann bist du zuständig, den Notarzt zu nehmen, vorzufahren und der RTW kommt hinterher oder wer halt zuerst da ist? Wer zuerst da ist, fängt dann das Arbeiten an, ja. Achso. Ja, dann warten wir mal, ne, mit Harald und mit meiner Mannschaft von der 712. Das ist unsere Wagennummer heute, ne? Bewusstlos. So, Benni, wenn man unterwegs ist auf der Straße, ist man nervös, wenn man Auto fährt oder gewöhnt man sich daran? Eigentlich nicht. Das ist auch schlecht, weil wer nervös ist, macht Fehler. Ist am Anfang sicherlich schwieriger, aber man hat irgendwann eine gewisse Routine. Man weiß, worauf man achten muss. Man kennt die Anzeichen der unsicheren Fahrer, die nochmal vielleicht jetzt doch rausziehen und einem in den Weg kommen. Ja, man weiß, worauf man achten muss an der Fußgängerampel, dass vielleicht doch einer losläuft. Da gewöhnt man sich dran. Ja, also wenn man echt mit dem Einsatzwagen runterfährt und das Ganze auf ziemlich schnell, weil es doch nötig ist, ist es manchmal ganz schön stressig. Die Pumpe flattert jetzt halt schon ein bisschen. Ja, der Patient liegt jetzt am Boden, wird jetzt versorgt. Wir fahren gleich ins Klinikum und dann heißt wieder warten, bis der nächste Einsatz kommt. Auf jeden Fall, eins steht fest, Hut ab vor jedem, der RTW fährt. Gar kein einfacher Job. Wenn man sieht, wenn ein Patient plötzlich umfällt auf den Gehsteig, Patienten bemerken das, Gott sei Dank bemerken das manche ja noch und rufen dann den Notarzt oder rufen die 112 an. Man kommt dann an, die Patienten sind fast nicht ansprechbar, aber die Passanten, die außen rum sind, die sind, finde ich, ein bisschen überfordert. Kann das sein? Ja, ich meine, man macht in Deutschland den Erste-Hilfe-Kurs zum Führerschein. Das kann 20 Jahre her sein. Ja, wichtig ist, dass auf jeden Fall was gemacht wird und es wurde ja angerufen. Das ist ja auch schon was gemacht. Das ist ja auch schon gut. Ich meine, dann wird noch ein Kissen untergeschoben, dem Mann wird gut zugeredet. Ja. Das sind alles schon Sachen, die auch helfen, ja, die auch den Patienten beruhigen. Ja. Hilfe kommt, Hilfe ist unterwegs. Schwierig wird es halt, wenn man wirklich nicht mehr durch die Menschentraube durchkommt an Schaulustigen. Passiert uns in Bamberg aber jetzt nicht unbedingt so oft. Aber wirklich Leute, die penetrant gucken, kommen, gibt es schon. Wenn wir am Laubanger stehen, ist mir aufgefallen, dass es doch Autofahrer gibt, die wirklich hinfahren, nochmal abbremsen und wirklich, blöd gesagt, glotzen. Das ist normal. Das ist normal. Das ist was Normales. Das heißt, die fahren da ganz langsam vorbei und sagen, ach, was ist denn da los? Und gucke ich erstmal. Nach der Erstversorgung, wenn der Notarzt meint, er fährt hinterher, hat es ja seinen Grund. Auch fährt der Notarzt klar direkt mit. Was ist der Unterschied, wenn der Notarzt mitfährt oder wenn der Notarzt sagt, ich fahre hinterher? Das hängt völlig vom Zustand des Patienten ab. Ja. Inwiefern die Therapie denn des Notarztes auch während der Fahrt notwendig sein könnte oder eben auch nicht. Ja. Das ist auch das Schwierige. Die Leitstelle entscheidet es ja aufgrund eines Telefonanrufes. Sie sind ja auch nicht vor Ort. Ja, und wenn dann sich herausstellt, die Lage ist doch nicht so schlimm, dann ist der Notarzt natürlich wieder frei und greifbar für den nächsten Patienten, für den nächsten Notfall. Ja, jetzt waren wir im Krankenhaus, haben den Patienten, der vorhin im Hafen umgefallen war,
abgeliefert und wollten eigentlich nun in die Leitstelle fahren und wollten die Dreharbeiten beenden. Aber zack, war schon der nächste Alarm da, und zwar ein Hausnotruf. Hausnotruf heißt, eine ältere Person hat zu Hause ein Gerät um den Hals. Man kann dann, wenn man Hilfe braucht, draufdrücken, und dann kommt der RTW gefahren und die Schlüssel, die in der Leitstelle sind, werden auch hergebracht. Das heißt, man kann die Tür recht schnell aufmachen. Haben wir auch gemacht, Gott sei Dank. Der älteren Dame geht es gut, sie hat jetzt keine großen Blessuren. Wir nehmen sie aber trotzdem zur Beobachtung mit und wir fahren jetzt weiter in die Leitstelle. Höchstens, es kommt dann gleich wieder Notruf. Aber wir halten die Daumen, dass es keiner mehr kommt. Ne? Wenn dann viel Material verbraucht wurde, wird der Wagen aufgefüllt, nochmal sauber gemacht, und dann ist man eigentlich bereit für den nächsten Einsatz, sobald er kommt. Genau, genau. Je nachdem, wie viel Material wir verbrauchen, sind wir danach einsatzklar oder eben nicht einsatzklar. Wir kommunizieren das gegenüber der Leitstelle und die wissen dann ja auch Bescheid. Ja. Also wir können ja hier direkt an der Wache auffüllen, das ist nicht weit. Und dann sind wir direkt wieder bereit, um auszurücken. Ja, das war ja also mein Tag, ein Tag mit dem Rettungswagen unterwegs. Ich hoffe, ich habe mich nicht ganz so dumm angestellt. Nein, war gut, hat Spaß gemacht mit dir. Ich würde dich auch wieder mitnehmen. Hey. Hat gepasst. Gerne wieder. Bedanken möchte ich mich auch bei euch, weil ihr ein klasse Team wart und wirklich, also mehr von der Sorte, ganz, ganz toll. Wenn wirklich mal Hilfe benötigt wird, die Herren sind sehr, sehr schnell da und leisten adäquate Hilfe. Und für alle, die sagen, wie kann denn der Moderator hier überhaupt die Kleidung anziehen, darf der das? Ich darf das, weil ich habe mal Krankenpfleger gelernt und deswegen darf ich auch die Kleidung anziehen und durfte auch eben mitarbeiten. Ihnen wünsche ich, dass Sie gesund bleiben und wenn Sie mal Hilfe brauchen, nicht zögern, anrufen. Bis dahin alles Gute und wir beide sagen Tschüss, Servus und Taha. Bamberg TV 1.